It's Anya time. Hallo zur nächsten Anya time. Ich habe letztens einen Vortrag gehalten vor einer Gruppe von Berufsberatern und Lehrenden, Lehrerinnen und Lehrer. Und nach meinem Vortrag fragte mich eine Lehrerin, wie es denn sein könne, dass diese medienaffinen Jugendlichen es nicht gebacken bekämen, trotz Anleitung eine Software zu bedienen, um sich über ihre Berufsmöglichkeiten zu informieren. Sie habe das ganz detailliert aufgezeichnet, wie man wo klicken muss, um was rauszufinden, und sie haben es nicht geschafft, diesen Transfer auf sich zu übertragen. Und zwar scheiterten sie an den Pull-Down-Menüs. Pull-Down-Menüs, ihr erinnert euch vielleicht aus den 90ern, das waren diese wunderschönen Eingabefelder, wo man auswählen konnte, nachdem man auf dieses Dreieck da geklickt hatte. Und dann kann man da aus einer bestehenden Auswahl sich etwas wählen. Ich kann euch auch mal zeigen, damit ihr euch nur mal erinnert an diese Webseiten, die kennt ihr alle hier. Das ist eine wunderschöne Webseite, wie ihr sie bestimmt auch noch kennt, aus dem Anfang des 21. Jahrhunderts. Oder hier, auch das ist ein beliebtes Modell. Leider sind diese Software immer noch aktiv. Nicht nur im Backend, sondern auch im Frontend. Und das ist ein ganz großes Problem. Und darüber möchte ich heute sprechen. Woran liegt das? Das liegt natürlich daran, dass die Kinder heute nur noch am Wischen sind. Oder am Schieben sind. Oder vielleicht mal nach hoch swipen, um an die dahinterliegende Information zu kommen. Eine komplett andere Interaktion, Navigationsmöglichkeit, als wir es gelernt haben, mühsam uns angeeignet haben über die Geschichte der verschiedenen Website-Designs. Es ist eine komplett andere Erfahrung als das, was wir kennen. Dann kommen wir an den Punkt. Woran liegt das also, dass diese jungen Menschen es nicht schaffen, dieses Pull-Down-Menü da drauf zu klicken, dass es runterklappt und dann aus einer Auswahl sich das Passende zu wählen, sodass sich das da oben einstellt? Das hatte ich schon gesagt, das liegt an diesem Schieben und Wischen. Und das liegt daran, warum wir das können, warum das für uns völlig eingängig ist und nicht nachvollziehbar, warum die das nicht schaffen, ist, dass wir damit aufgewachsen sind. Seit den 90er Jahren und dann bis heute immer wieder haben wir uns angepasst, unser Skillset angepasst und natürlich auch unser Mindset, weil manche, die nur in diesen Umgebungen arbeiten, denken natürlich, es müsste so sein und es könnte auch gar nicht anders sein und tun sich sehr schwer damit mit einer Neuerung. Während junge Menschen, die mit einem ganz anderen Toolset aufwachsen, wie mit Snapchat und Instagram zum Beispiel im Moment oder WhatsApp, die haben eine ganz andere User Experience, weil sie diese Tools gar nicht anders kennen. Und insofern haben sie sich auch ein ganz anderes Skillset angeeignet in Verbindung mit diesen Tools. Und sind dann verblüfft, wenn sie auf dieses alte Mindset unserer Generation stoßen. Sie haben ein ganz anderes Mindset und können das überhaupt gar nicht nachvollziehen, was wir als diesen Unterschied überhaupt, dass wir den Unterschied überhaupt sehen. Das ist ein ganz großes Problem. Warum die Software, die wir gerade entwickeln, und warum so viele Menschen damit scheitern und das nicht annehmen. Das ist, glaube ich, ein deutsches Phänomen oder ich weiß nicht, ob es ein europäisches Phänomen ist. Auf jeden Fall ein Phänomen von einem Berufsbild, was sich weniger an dem Kunden orientiert, sondern vielmehr der Ansicht ist, wir bauen jetzt hier eine produktive Software und dann werden wir mittels Schulungen versuchen, diese Software an die Menschen auszuliefern. Und das ist ein ganz großes Problem, wenn wir darüber nachdenken, und ich präferiere das und hoffe, dass das auch bald möglichst geschieht, dass wir E-Government und Open-Data-Strukturen haben. Aber das wird nur von Erfolg gekrönt sein, wenn wir es schaffen, diese so agil wie irgendwie möglich anzulegen und auch so kundenorientiert und so userorientiert, dass die Menschen damit klarkommen. Und das ist eine große Herausforderung, weil, wie gesagt, manche mit dem alten Toolset groß geworden sind, sich überhaupt nicht damit abfinden können, dass man jetzt nur noch am Wischen und am Schieben ist und andere überhaupt nicht es verstehen, mit einem Pull-Down-Menü umzugehen. Da wird auch keine Schulung helfen, sondern das wird nur über eine radikale Usability-Forschung und User-Experience-Forschung möglich sein. Es wird zum anderen nur möglich sein, wenn man kontinuierlich, so wie Google es auch macht, kontinuierlich
die User Experience anpasst, dass man also monitort, was machen die Leute mit meiner Software und dann kontinuierliche Anpassungen da tätigt. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Das ist das, wie wir denken, ist immer noch, oder wie Softwareentwicklung oft denkt, ist oft noch im Web 1.0 denken. Dieses Web 2.0, dieses Iterative, dieses Always Beta, dieses immer wieder von Neuem das zu überarbeiten, entsprechend der Kundenbedürfnisse und Kundenorientierung. Das wird eine ganz große Herausforderung werden für Deutschland. Und ich kann mir ehrlich gesagt im Moment noch gar nicht vorstellen, dass das funktionieren soll, aber es muss funktionieren. Es muss dringend funktionieren. Und deshalb sage ich das jetzt hier, dass man vielleicht auch versucht, mal interdisziplinäre Teams zusammenzustellen, um dieses Problem zu lösen. Und nicht mit einem Lastenheft, was irgendeiner mit Anforderungsprofilen ausstellt und dann die Programmierer es abwickeln lässt. Sonst haben wir den nächsten Berliner Flughafen hier. So, das nur mal zum Nachdenken. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Bye-bye. Ah, und hier wieder, ne? Unten schön liken und abonnieren. Dankeschön. Bye-bye. Ciao.